Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier am Marsch. Wir werden jetzt zum Feld Nummer 21 fahren und da auch noch Mais aussehen. Vorher werden wir ihn noch schön voll machen. Erst mit Saatgut und dann mit Dünger. Ja, und dann haben wir da auch noch entsprechend Mais und dann haben wir das mit der Aussaat im Grunde fertig. Dann werden wir schauen, ob wir schon düngen können, wo ich schon aktuell Düngerscheuer stehe. Und wenn das geht, da ja schon im Prinzip gekeimt geklappt hat, könnte man aus der Wachstumsstufe werten. Und dann werden wir da entsprechend düngen. Versuchen. Wenn es geht, wird dann gedüngt. Und wenn dann es klappt, dann haben wir schon mal einen Schritt weiter geschafft. Ne? Und dann geht dann ja weiter so peu à peu Richtung ja, Ernte ist gut. Aber der Weizen ist schon gewachsen. Und die andere Gerste wird auch schon gewachsen sein, oben bei der anderen BGH. Denke ich mal, ich war da oben noch nicht gewesen. Er wird dann hier wird stehen gelassen. Ne? Egal. Umbauen heißt hier erstmal wegräumen. Wir waschen im Winter oder im Herbst, wenn wir nichts zu tun haben. Jetzt haben wir aktuell andere Aufgaben, wichtiger als Waschen und Pflege, im Höchstfall tanken, ne? Und mal eine Reparatur, wenn es extrem ist. Ne? So, Hopfen machen wir jetzt nicht, das habe ich belegt, werden wir nicht machen, wir werden einfach Mais. Das dürfen wir auch gebrauchen können. Tabak für dann mal gucken. Wegen Unkrautvernichtung herstellen. Das war hier. Wetter ist da. Trocken, Gras, Pappeln. Tabak bei 5 Grad, dann ist okay. Wenn das so ist, ist das so, ne? Dann machen wir Tabak. Das Gras. Gras ist nicht gut. Hatten wir noch nicht. Karotte, Zwiebeln, Hopfen, Trocken, Dinkel, Hirse, Luzerne, Sorghum, Regale, Tabak. Das werden wir dann einlagern in unserem Lager und dann entsprechend verarbeiten zu ja, Unkrautvernichtungsmittel. Und dann werden wir das entsprechend gut verkaufen können im globalen Markt. Ne? So, fangen wir am besten an. Gleich hier vorne, ne? So. Düngemodus und Seemodus. Kursgenerierung, Feld Nummer 21. Hier nehmen wir 3 Vorgewände. Wegen dem Deich, weil er kann er nicht wenden. Kommt der dort nicht hoch. Dann nehmen wir ein bisschen kleiner auf. Einen halben Meter weniger. Ein Fahrzeug beginnen auf Feldreihe. Können auch ein Feldreihe anfangen, da kommen wir hier vorne entsprechend an. Ja, das können wir auch machen. Das war was Neues, ne? Ersten Wegpunkt, da fahren wir ein bisschen zurück. Da kann er hier vorne nämlich hier stoppen. Achso, okay, der kann er einstellen. Fährt er nicht zum Beginn Feld rein, das heißt irgendwo da oben, wo er jetzt die Richtung fährt. Und sobald das fertig ist, ist mit der Aussaat fertig. Ne? So weiter ist nichts. Dann wollten wir düngen. Beginnen wir hier vorne. Dazu werden wir ganz kurz mal selber probieren. Es muss dunkel werden, ne? Es darf ja nicht na, es sieht nicht gut aus. Also hier geht's nicht. Na? Der hat mich so gedacht. Beziehungsweise
Die Hoffnung ist erschlagen. Hier das gleiche. Ja, X, ne? Bisschen. Hätte ich ein bisschen mehr nacharbeiten müssen. Hier sieht es genauso aus. Können wir zumachen. Tja, das geht dann nicht. Gucken wir mal unseren Weizenfeld aus, wie das aussieht. Rausreißen. Ja, das ist schon mal schön gewachsen. Im Wachstum. Gedüngt, das Stück, das passt eigentlich. Wir sind sehr lichter, ne? Gut, nie anders. Gehen wir Gerst gucken. Gerst ist hier beides Weizen hier. Ja, die Land ist weg, ne? Die Ballen. Ja, da werden wir Gras mähen und Ballen pressen, ne? Und hier ist auch noch nichts da. Gepflanzt. Also Weizen haben wir zuerst ernten können und dann später Gerste. Gut, ist halt so, ne? Dann werden wir halt jetzt, ja, bleibt nur noch Gras. Der mäht ja auch Schwatt. So. Alten Kurs löschen. Kursgenerierung für Feld Nummer 2. Gehen wir auf 10 Meter. Dann Vorgewende machen wir ruhig 3. Beginn auf Vorgewendebahn. Also, nee, Feld rein. Feld rein deswegen, weil das macht sich besser mit dem nachher abernten. Generieren wir ganz kurz. Und dann werden wir gleich mal starten. Wir machen nur mit einem Fahrzeug hier. Das ist ausreichend. Und beginnen am Wegpunkt. Muss er kurz suchen. In dem Falle sie. Und wir können indessen schon mal den nächsten Mäher nehmen, ne? Ja, den haben wir im Hof. Genau. Gehen wir auf Feld Nummer 15. Die 12 werden wir dann ja mit beiden Geräten machen, ne? Fahren wir ganz schnell zum, weiß ich schnell, hier wird nicht gerast, wird nur geflogen, ne? Na, wir fahren auch Richtung Feld 15 und werden da ebenfalls beginnen in Feld rein zu mähen. Und dann können wir gleich die Traktoren rausholen für Ballenpressen. Wir werden jetzt Ballenpressen für Silage. Ups, Kante hier. Wieder ausfüllen. So, Feldarbeit, Kursgenerierung, Feld 15, machen wir auch 3 Vorgewände, beginnen auf Feld rein, ah, hier reichen 2 aus, ja das wäre schön, das stimmt so nicht, 3,8 Meter wäre eine Katastrophe. Hinten. X. Mal gucken nebenbei, was die Aufnahmesoftware sagt. So. Kurs kopieren nicht, Kursgenerierung. Also normal, Feld 15, 2,2. Gehen wir auch 10 Meter. Muss ich noch kurz einstellen. Mit Modus, Mähwerk, Kamera, Spattablage. Das wird die Mitte sein. Das passt. So. Beginn am ersten Wegpunkt. Einstellen.
Ne, mitfahren wollen wir nicht. Ups. So, Trabendon, Traktor, Wasser. Zumindest mal suchen, ne? Da ist einer. Den können wir gleich wieder fahren zum Misthaufen und einmal hierher bringen. Und da können wir gleich nutzen zum Ballenpressen, ne? Die stehen ja bereit, da vorne bereit. Da werden wir dann schon schöne Ballen pressen. Hätte eigentlich noch einmal wachsen können, theoretisch. Wäre sinnvoll, nur ich sag mal so, es kommt garantiert die Weizenernte und das Gras zur gleichen Zeit. Und das ist dann irgendwo dann zeitlich ungünstig. Also man muss staunen, was die Kühe hier an Gras wegfuttern, ne? So. Dann können wir indessen gleich der kann ja Ballen pressen, das ist immer richtig. Tank gut gefüllt. Dann kann er gleich anfangen. Ne? Dann kann man gleich den Kurs kopieren auf Feld 2 und dann kann er gleich Ballen pressen. Nehmen wir gleich den ersten. Kommt ja bald aus Strohbergs an Ort, ne? Das ist ja für alle kostenlos. Dann haben die auch schöne Ballenpressen. Ob die nun auch mit Silage? Ich glaube, die haben auch mit Silage sogar. Die haben auch größere Silageballen, ne? So, den werden wir ganz kurz den Löschenartkurs. Arbeitsmodus, werden wir mal ganz kurz suchen. Ja, das ist einer und das einer. Muss ich mal gucken, wo er den Kurs meint, ne? Da nicht. Haha. Das ist ein anderer Kurs. Ah, das ist der hier. Kann man hier so erkennen. Und hier ist er auch Beginn am ersten Wegpunkt. Und da fahren wir gleich mal mit. Zumindest am Anfang. Mal schauen, wo er dann wie er anfängt, ob er genau die Bahn trifft, wie er soll. Ne? Wir selber können nicht über die Wiese fahren, ohne dass wir das Frucht zerstören würden. Ne? Also die würde der Grasprinzip dann leiden. So, hier ist, machen wir auf 0. Erstmal können wir immer noch versetzen. Aber hier werden wir es nicht umflügen. Hier werden wir sicherlich nochmal, denke ich mal, noch ein, zwei Mal noch Gras ernten. Einmal auf jeden Fall noch. Vielleicht machen wir dann wieder Heu, ne? Aber düngen. Düngen werden wir gleich im Anschluss. Muss ich mal schauen. Das können wir ja von Feld Nummer 19 nehmen, Düngerstreuer. Ja, 22 km/h, das passt. Wie die Zeit vergeht. Also die ersten Folgen sind schleppend. Aber auch nicht genau weiß, ob man angefangen hatte beim letzten Mal. Aber jetzt mittlerweile, ja, geht's doch die Zeit recht zügig vorbei. Ne? So, mal gucken, ob das alles so packt. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, das sieht doch sehr schön aus, dann macht er genau die richtige Bahn und dann haben wir gleich die ersten Ballen fertig. Ne? Das war Gras vom letzten Mal, aber in der Maschine, das wird ja nicht alt. Ist halt so, ne? So, Chip Tuning haben wir hier. Holen wir gleich wieder Gärreste. Dann können wir nochmal gleich nochmal einfüllen. Ne? Dann ist hier ein bisschen
Und da können wir auch mal nebenbei noch mal Dünger rausnehmen und verkaufen. So. Temperaturen. Ups. Das ist nicht rot und nicht gelb. Ja, irgendwie muss ich die Silage verarbeitet kriege in die BGH, ne? Also zumindest das offene Silo, ne? Ja, irgendwie. So, das dauert ja eine Weile. In der Zeit wäre mal ganz kurz. Ja, düngen ist jetzt nicht möglich. Beziehungsweise so früh. Mit zwei Fahrzeugen ist schon riskant, dass ich hier einen Haufen fahren. Mit dem dritten dazu. Ist nicht gerade sinnvoll. So, okay. Ja. Dass ich nachgucke. Ich hatte ja pausiert. Und wenn ich pausiere, ist ja die. Ja, deaktiviert, ne? Das dazu. Und hier vorne ist das Gras alles weg. Müsste man ganz kurz nachpflanzen. Da ist es nicht. Da ist es. Da. Da. Mal gucken. Modellieren. Das Texturieren ist das. Mit X ändern wir das. Und dann geht der Bodentyp. Über Tab sollte Gras da sein, ne? Dann merkt man hier ein bisschen Gras pflanzen hier, da auch. Da werden wir auch Gras pflanzen. Hier ist eigentlich Gras da, aber das wächst nicht nach. Die Weide hat einen gewissen Einzugsbereich für Gras, also für die Fütterung der Tiere. Und das geht ein bisschen mehr über den Zaun hinweg, als man so denkt. Also hier können wir nicht viel machen, aber zumindest in dem Bereich nacharbeiten. Kostet ja nicht das große Geld, ne? Und wir haben ein bisschen Zeit geschunden für hier vorne das Gras, macht ja keinen, tut ja kein weh. Und dauert so lange. Tag Mu. Ja, meine Rinderzucht funktioniert auf natürlicher Weise. Ich gebe Kühe rein, der Besamer kommt ja automatisch und dann kommt irgendwann Kälber und die werden entsprechend dann ja umgestaltet. Solange ich meine 400 Kühe noch nicht habe, behalte ich die weiblichen Tiere. Deswegen nicht 500, weil ab dann, wenn Stall nämlich voll wäre, dann gibt es auch keine Kälber mehr. Also man muss sich ein bisschen Luft nach hinten lassen. 100 Tiere ist, denke ich mal, ein guter Wert. Und den Rest wird halt dann verkauft, ne? Also was überall ist. Ne? Wenn die das Gewicht erreicht haben, geht es entsprechend zum Schlachthof, ne? Also ab nächstes Jahr geht das, ja, die Kühe brauchen eigentlich 2 Jahre normalerweise. Also Rinder und Bullen auch. Die sollten schon mit 800 Kilogramm locker in Richtung gehen, ne? Vielleicht mache ich auch noch Fleischrinde, aber mir fehlt aktuell das Geld dafür.
Ich werde eher noch eher Acker kaufen als mal sehen, was der Kurs sagt und was sagt eigentlich unser Markt für Dünger. Hier Pflanzenschutz kann man gut verkaufen. Dünger kostet zurzeit 1100. Im Verkauf, wenn wir kriegen. So. Kann ja weiter arbeiten, ne? Mist kann aber rein und der Rest auch und dann haben wir wieder mit dem Dünger. Und ja, ist ja nicht viel. Rechte hat er, ist ja nicht ausgelastet. Also gut, hier ist ein bisschen anders. Hier ist ja stark gefordert, ne? Bei 4K. So, versuchen wir unser Glück im globalen Markt, ne? Da fahren wir jetzt mal rein. Aber eher schauen wir uns die Preise an. So. Hier kann man alles kaufen, was so als Standardfrüchte gibt. Und auch verkaufen. So, da gehen wir kurz auf R. Und jetzt kann man sehen, was da ist. Ne? Gerste zum Beispiel. Könnte man kaufen. Man kann Raps kaufen. Man kann alles kaufen. Man kann aber alles verkaufen. Was man verkaufen will, muss man mal eingeben. Okay, Mehl für 1006 kann man kaufen. Wasser kann man kaufen. Man kann auch Wasser verkaufen. Diesel. Die Preise richten sich immer danach, nach der Angebot und Nachfrage. Je mehr hier vorhanden ist, umso ja, sieht man gerade, ne? Das haben aktualisiert. Plantenschutz 2,6, Diesel 2,5, Wolle, Hacknutzel, Dünger. Bekomme ich aktuell, ja, kann zwar also für aktuell 3,4 wegbekommen. Wirklich Saatgut zum Beispiel, Mais, Sojabohnen, Hafer, Raps, der Weizen ist weg oder Gerste. So, gehen wir, steigen wir ein. Ich müsste ja mindestens rauffahren, ne? Wenn ihr mal das Symbol nicht kommt wegen Abladen, dann müsst ihr kurz in den Markt rein. Das Programm muss zurückgestartet worden sein für den Surfer. Dann müsst ihr in den Markt rein und zwar kurz synchronisieren und dann könnt ihr auch entsprechend eure Waren abladen. Also das habe ich so festgestellt. Es kann sein, dass es dann nicht funktioniert, wenn man noch nicht, wenn das nicht von alleine synchronisiert hat. Ne? So. Kippen wir auch noch ab. Dann holen wir unser Geld gleich ab. Sobald wir das ausgekippt haben, ist nur im Markt drin. Wir kriegen noch kein Geld, aber wir müssen erstmal verkaufen. Das heißt, wir müssen wieder auf R drücken. Auf R. Wir müssen in dem Bereich sein, wo der Markt ist. Da kommen wir in dieses Menü. Da sieht aktuell unser Dünger. Wir würden da jetzt 500.000 für kriegen. Klicken wir an und verkaufen. Hier kommt nochmal eine Nachfrage, ob wir das vielleicht mengenmäßig weniger machen wollen, ne? Und bei ne, müssen wir lassen wollen, bestätigen. Und schon ist der Dünger uns drin. Ne? Und wir sind reicher geworden. So, haben wir das, ne? Ich würde ja Weizen und Gerste auch mal kaufen, aber da wir aktuell eh kein Hopfen haben, bringt das ja im Grunde nichts. Wir können die Brauerei nicht starten, ne? Wir müssen mal warten bis, ja, haben wir noch was auf Lager? Kartoffeln oder sowas? Ne, haben wir nicht mehr, ne? Lass kurz gucken, ob wir noch was verkaufen können. So, Gerste haben wir 70.000, haben wir mal gekauft. Raps haben wir noch, Futter, Stroh. Gärreste, Schweinefutter, das brauchen wir alles selber.
Es gibt ja jetzt das Lager zu bauen, ne? Also ich persönlich denke mal, wird kein Lager bauen, dazu produziere ich zu wenig. Da ist der Aufwand größer, ich fahre es ins Lager, um dann zu schauen, ach, wo es bessere Preise gibt. Wenn ich mal ein bisschen, das kann ich jetzt machen, ich kann ja jetzt mal kurz zum Schlachthof fahren und Fleisch verkaufen, das kann ich machen. Und wir werden auch mal sehen, dass wir jetzt noch einen zweiten Ballenpresse anschmeißen, ne? Dann ist auch Feld Nr. 15, da müssen wir auch Puma, Mist, den wollten wir ja nehmen. Der ist ein bisschen schwach, nicht ganz so ideal, aber gut. Wird reichen müssen, ne? Jetzt kippen wir rein in die Düngeproduktion. Dann kann er mir arbeiten. Kann er jetzt auch, aber ist halt nicht viel da, ne? So. Müssen wir dran lassen, bevor wir das entsprechend oh, Überlänge. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.